Europa verändert sich dramatisch. Tut es Ihnen leid, Herr Schmidt, jetzt nicht mehr Bundeskanzler, nicht mehr handelnder Politiker zu sein? Nein, das tut mir nicht leid. Das hat mir auch schon einen Tag nach meinem Ausscheiden nicht leid getan. Keinen Augenblick seither. Was mir leid tut, das ist der Dilettantismus, mit dem die Regierungen in Westeuropa reagieren oder vielmehr nicht reagieren, nicht helfen bei den Vorgängen im Osten Europas. Wenn Sie von Dilettantismus der heute Regierenden sprechen, dann klingt da so etwas mit, was man von Helmut Schmidt kennt, eigentlich die Überzeugung, ich hätte es jetzt besser gemacht. Nicht ich, aber es müsste besser gemacht werden. Die Ungarn, die Polen. Und wenn der demokratische Prozess weitergeht in der DDR und in der Tschechoslowakei, die brauchen dringend Hilfe. Hier bedarf es dringend eines westeuropäischen Hilfsprogramms für die wirtschaftliche Modernisierung dieser Staaten in Osteuropa. Die Hilfe müsste organisiert werden, nicht von den Deutschen, sondern von der Europäischen Gemeinschaft, die Gott sei Dank gerade eben und eben noch hat François Mitterrand, der französische Präsident, vor dem Treffen der beiden Präsidenten aus Moskau und Washington in Malta die europäische Regierung zusammengerufen, um in der Lage zu sein, den beiden Großen zu erzählen, was wir Westeuropäer uns eigentlich wünschen, was wir von der Sache halten. Nein, es könnte alles sehr viel besser gemacht werden. Es könnte auch von Bonn gegenüber Ostberlin etwas kräftiger, etwas sinnvoller gefahren werden. Vor allen Dingen muss jeder, der in Bonn regiert oder der Oppositionsführer ist, macht keinen Unterschied. Jeder, der in Bonn führt, muss wissen, dass wir Deutschen viele Nachbarn haben. Mehr Nachbarn als irgendeine andere Nation der Welt, vielleicht mit Ausnahme der Chinesen. Und so eng wie der europäische kontinentale Korridor nun einmal ist, von der Ostsee bis zu den Alpen, das hat uns die Geschichte gelehrt über Jahrhunderte, eigentlich seit der Völkerwanderung über anderthalb Jahrtausende, müssen wir Rücksicht nehmen auf die Nachbarn. Und das fehlt mir im Augenblick. Von dem Fehlen einer Anerkennung der polnischen Westgrenze angefangen bis hin zu Bundestagsdebatten über Deutschlandpläne, die nicht mit den engsten Freunden, mit den Franzosen vorher abgestimmt sind. Nun ist ja die Entwicklung in der DDR in der Tat erstaunlich. Und wenn Sie sich die Bilder vor Augen führen aus Ost-Berlin, aus Leipzig und aus Dresden, was ist dann für Sie 1989 Deutschland? Nichts anderes, als was für mich 1979 Deutschland gewesen ist oder 1969. Ein historischer Begriff zunächst. Die deutsche Nation gibt es seit 1000 Jahren. Und dass die zusammengehören, kulturell, geschichtlich, sprachlich, auch dem inneren Willen nach, das ist alles nichts Neues. Was wirklich ganz neu ist, das ist, dass sich dort eine Revolution vollzogen hat, ausgehend von Leipzig, die, obwohl total unblutig, erfolgreich geworden ist. Das hat es in Deutschland noch nicht gegeben. In der ganzen deutschen Geschichte noch nicht gegeben. Allerdings muss man hinzufügen, sie konnte nur deshalb unblutig erfolgreich werden, weil die ehemalige Besatzungsmacht, heutige Vormacht des Warschauer Pakts, weil die Sowjetunion nicht eingegriffen hat. Die Sowjetunion hat 1953 eingegriffen, 1956 in Budapest, 1968 in Prag. Sie war drauf und dran, 1981 in Polen einzugreifen, wenn nicht der Jaruzelski mit dem Kriegsrecht denen vorweggekommen wäre. Diesmal hat die Sowjetmacht unter der Führung Gorbatschows nicht eingegriffen. Insofern waren die Umstände günstiger als jemals seit dem Kriege. Sie haben, Herr Schmidt, von sich selber gesagt, ich bin zum Patrioten erzogen worden.
Würden Sie das noch gern erleben, das geeinte Deutschland? Ich war eigentlich immer überzeugt, Herr Bresser, dass es früher oder später den Deutschen gelingen wird, wieder unter ein gemeinsames Dach zu kommen. Ich habe das Wort Wiedervereinigung in den letzten 3 Jahrzehnten kaum jemals gebraucht, weil es von unseren Nachbarn missverstanden wird. Wieder so wie im Dritten Reich oder wieder so wie in der Weimarer Republik. Das war auch nicht ganz glücklich, vor allen Dingen auch nicht glücklich gegenüber unserem polnischen Nachbarn. Oder wieder so wie unter Wilhelm II. Aber unter ein gemeinsames Dach, ja. Das halte ich auch heute für unausweichlich. Das wird kommen. Ich habe nie gedacht, dass ich das noch erleben würde. Ich bin jetzt 71 Jahre alt. Aber im Augenblick scheint es beinahe möglich, dass ich es noch erlebe. Jeder ist geprägt von der Zeit, in die er hineingeboren worden ist. Sie sind 1918 in Hamburg zur Welt gekommen. In einem Jahr, in dem das Kaiserreich zugrunde gegangen war, der erste deutsche Nationalstaat von Bismarck 1871 geschaffen. Sie waren Kind in der Weimarer Republik, als die Deutschen sich in Demokratie versuchten. Wie war das in Ihrer Familie? Trauerten der Vater, Volks- und Handelsschullehrer, die Mutter, aber auch die Großeltern der alten Ordnung nach? Oder konnten die was anfangen mit der Demokratie? Nein, die trauerten nicht der alten Ordnung nach. Das kann man nicht sagen. Mein mütterlicher Großvater war ein sehr politischer Mensch. Der war Drucker und Setzer, Schweizer Degen, wie man damals sagte. Ein berufter Drucker ist nicht, aber der Setzer ist ausgestorben. Er war sehr orientiert an Friedrich Naumann, war sehr stolz darauf, dass der ihn zweimal besucht hatte zu Hause. Im Übrigen waren aber meine Großeltern väterlicherseits und meine eigenen Eltern sehr unpolitische Menschen und haben auch uns Jungs, mein Bruder und mich, bewusst unpolitisch erzogen. Wir durften gar keine Zeitung lesen. Gibt es vor 1933 etwas Politisches, an das Sie sich erinnern? Nein. Die Schule, auf der ich gewesen bin, die Lichtwachschule, ab 33 haben die Nazis versucht, diese Schule zu nazifizieren. Aber in den 4 Jahren vorher, 10. bis zum 14. Lebensjahr, war das eine Schule, in der es keinen Geschichtsunterricht gab, schon gar keinen Nationalgeschichtsunterricht. Der war mit dem Fach Deutsch und Literatur und Religion zusammengebunden in ein großes Fach Kulturkunde. Das war ja eine Schule, anders als ein klassisches Gymnasium, die besondere Aufmerksamkeit dem Musischen widmete, ja. der Malerei und der Musik. Kann es sein, dass diese Schule Sie abgeschirmt hat gegen das öffentliche Leben, dass Sie in den ersten Jahren vom Nationalsozialismus gar nichts mitbekommen haben, schon deswegen? Ja, weder vom Nationalsozialismus noch von der Kommunistischen Partei. Das waren ja die beiden großen Zerstörer der Weimarer Republik. Von rechts wie von links relativ wenig davon mitbekommen. Das ist richtig. Nach dem Abitur 1937 wollten Sie Architekt werden. Daraus wurde nichts. Stattdessen Reichsarbeitsdienst. Dann als Soldat in einer Panzerdivision im Osten, am Kriegsende Oberleutnant und Batteriechef an der Westfront. Vorher waren Sie einige Zeit im Oberkommando der Luftfahrt in Berlin und von dort wurden Sie als Beobachter zum Volksgerichtshof geschickt und konnten den Prozess gegen die Attentäter vom 20. Juli miterleben. Ist Ihnen dort erst klar geworden, um welch verbrecherisches Regime es sich im Nationalsozialismus handelte oder wann? Nun muss ich ein bisschen ausholen und vorweg muss ich die Bemerkung machen, Sie haben recht, ich bin Oberleutnant gewesen am Schluss des Krieges, in Klammern KR.O. Kriegsoffizier. Ich war Reservist nicht etwa aktiver Offizier. Und zweitens, ich bin nicht als Beobachter entsandt worden zu dem Prozess. Das haben irgendwelche Journalisten in den letzten Jahren erfunden. Die Sache war ganz anders. Aus allen obersten Reichsbehörden wurden Leute dahin befohlen als Zuhörer. Ich vermute, zwecks Abschreckung. Das war ein grauenhaftes Erlebnis. Ich bin nur einen Tag dort gewesen, bei dem Prozess gegen Gördeler und Leuschner, Ulrich Graf Hassel. Und ich war tief entsetzt davon,
kam abends in meinen Stab zurück, meldete mich bei meinem General und bat darum, davon befreit zu werden, da wieder hingehen zu müssen nächsten Tag. Und der General sagte zu mir, na Schmidtchen, was haben die Braunen nu wieder angestellt? Das war der Ton, in dem bei uns geredet wurde. Nazis gab es da nur einen einzigen. Nein. Klang aber auch verniedlichend. Nein, nein, das war nicht Verniedlichung. Bei uns im Stab gab es ja auch Leute, die am 20. Juli mitgewirkt haben. Das war eine saloppe Redeweise. War nicht verniedlichend gemeint. Nein. Ich muss unterscheiden zwischen meiner Einstellung zu den Nazis auf der einen Seite und meiner Erkenntnis von ihren Verbrechen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Meine Einstellung zu den Nazis war früh geprägt durch die Tatsache, dass meine Mutter mir 1934 eröffnete, dass mein Vater im Sinne der Nazis ein Halbjude war und ich also ein Vierteljude. Von heute aus gesehen ein Glücksfall, weil dies automatisch natürlich sicherstellte, dass ich kein Nazi werden konnte. Dies hieß aber keineswegs, dass ich während der 2 Jahre Wehrpflicht noch im Frieden und später während der ganzen Kriegsjahre schon von vornherein den verbrecherischen Charakter der Reichsführung und des Hitler begriffen hätte. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Zunächst habe ich ihn, als erstes habe ich begriffen, der Mann sei größenwahnsinnig, als er den Krieg mit der Sowjetunion vom Zaune brach. Das, was Sie ja zunächst nicht wussten, dass der Vater abstammte, ich glaube, von einem jüdischen Bankier, unehelich, ja. Das wussten die Nazis? Und nein, wusste niemand. Aha. Wieso konnten Sie dann geschützt sein, kein Nazi zu werden? Ja, weil ich das wusste. Weil Sie es dann wussten? Ja, natürlich. Und weil mein Vater Angst hatte, es kommt raus. Und da hatte sich eine Urkunde beschafft vom Hamburgischen Staatsarchiv, dass der Vater unbekannt sei. Der Vater war ihm aber sehr wohl bekannt. Und er hat auch mit ihm natürlich korrespondiert. Der muss auch bezahlt haben, früher mal, als mein Vater jung gewesen war. Und die große Angst der Familie war, dass es raus kann. Der millionenfache Mord an den Juden 1980 haben Sie in einer Rede in der Kölner Synagoge gesagt, viele hätten davon nichts erfahren, andere Bescheid gewusst. Und dann der Satz, die Wahrheit ist, dass die meisten Menschen furchtsam schwiegen. Wenn Sie heute darüber nachdenken, haben Sie auch geschwiegen? Gegen mich ist ermittelt worden, wegen Zersetzung der Wehrkraft im Jahre 1944. Gott sei Dank kam das Verfahren nie zum Austrag, weil wohlmeinende Vorgesetzte mich mehrfach von einer Truppe zur anderen versetzt haben, immer wenn die Akten hinter mir hergelaufen waren. Aber dies war nicht, weil ich ein Widerständler gewesen sei. Ich hatte nur schon damals eine ziemlich große Klappe und habe meine frechen Bemerkungen gemacht über, in diesem Fall über Göring. Und das hat irgendein Schweinehund gehört und hintertragen, gemeldet, wie das damals hieß. Also, die meisten haben geschwiegen. Ich muss allerdings auch wiederholen, was Sie eben zitiert haben. Viele haben das Ausmaß nicht geahnt. Und als ich aus dem Kriegsgefangenenlager wiedergekommen bin, Herbst 1945, und zum ersten Mal über Auschwitz und die Vergasung von Menschen erfuhr, war ich völlig fassungslos. Das hatte ich mir nicht vorgestellt. Ich hatte gedacht, das sind Verrückte. Ich hatte Grund, sie für verrückt zu halten. Das war die Ausstellung Entartete Kunst, die mich tief getroffen hat. Ich glaube, es war 37. Und das zweite Mal war der Feldzug gegen die Sowjets. Erinnerte mich daran, wie das mit dem Napoleon ausgegangen war und seinem Feldzug nach Moskau. Da habe ich sie für größenwahnsinnig gehalten und für verrückt. Aber ich habe damals noch nicht begriffen, dass es Verbrecher waren. Nach dem Krieg Studium der Volkswirtschaft und schon 1946 Eintritt in die Sozialdemokratische Partei. Wie das? Von Haus aus waren Sie ja nun nicht der geborene Sozialdemokrat. Aber wieso? Weder das eine noch das andere. Aber Sozialdemokrat bin ich im Kriegsgefangenenlager geworden unter dem Einfluss eines älteren Kameraden, vielleicht war er 15 Jahre älter als ich, ein Oberstleutnant, genau wie ich, ein Reservist, Ritterkreuz, Eichenlaub, ein religiöser Sozialist.
gestandener Mann. Ich war bei Beginn der Nazizeit 14 Jahre alt. Er muss schon 30 gewesen sein. Hans Bohnenkamp hieß er. Und unter dessen Einfluss bin ich schon während dieser paar Monate Kriegsgefangenschaft in Belgien auf den Weg demokratischer und zugleich sozialistischer und sozialdemokratischer Gedanken gebracht worden. Für mich war es ganz natürlich, als ich nach Hause gekommen war. Ich glaube, im November 1945 bin ich zur SPD gegangen. Sie selbst haben bei Gelegenheit auch mal davon gesprochen, dass Sie das Erlebnis der Kameradschaft im Krieg fortgesetzt gefunden hätten in der Sozialdemokratischen Partei. Also die Nestwärme, die Geborgenheit dort. Nicht die Nestwärme, nein. Eigentlich mehr das Prinzip, dass man für den anderen mit einzutreten hat. Der eine nennt es Kameradschaft, der andere nennt es Solidarität, der dritte nennt es Brüderlichkeit. Das liegt alles eng beieinander. Das hat mit Nestwärme nicht unbedingt zu tun. Die kann hinzukommen, muss aber nicht. Herbert Wehner hat ja bös gesagt, Sie hätten den Sozialismus im Offizierscasino gelernt. Das habe ich auch schon gelesen. Ich glaube nicht, dass er das wirklich gesagt hat. Wenn er es gesagt haben sollte, dann nicht zu mir jedenfalls. Und das Offizierscasino hat es während des Krieges nicht gegeben, es sei denn irgendwo in der Heimat. Das ist eine Vorstellung, die wahrscheinlich von Journalisten stammt. Mhm. Noch einmal, was suchten Sie bei der SPD? Könnte es nicht auch sein, dass Sie verständlich nach Einfluss, auch nach Macht suchten und wie viele damals daran glaubten, dass die Sozialdemokraten eigentlich die sein müssten, die die nächsten Wahlen gewinnen würden und das Schicksal des neuen Staates bestimmen würden? Nein, ich habe da nicht an eine eigene politische Rolle gedacht. Und mein Horizont reichte nicht viel weiter als bis zu den Grenzen meiner Vaterstadt Hamburg, wo wir damals einen mitreißenden Sozialdemokraten an der Spitze stehen hatten, Max Brauer, der Nazis wegen hatte emigrieren müssen, China, USA, jetzt war er aus Amerika zurückgekommen und wurde Bürgermeister und eine mitreißende Figur. Dann habe ich 47, 48 Kurt Schumacher kennengelernt. Und bin durch Kurt Schumacher, den damaligen Vorsitzenden der SPD, darauf gestoßen, mich mit großer Politik gedanklich zu beschäftigen. Und ich war keineswegs auf seiner Seite. Kurt Schumacher hat mich auf der einen Seite ungeheuer beeindruckt durch die Präsenz, durch die Präzision seiner Sprache. Ich habe einmal 3 Stunden mit ihm geredet als Student. Hat mir einen tiefen Eindruck hinterlassen, dieser Mann. Aber auf der anderen Seite hat mich der Nationalismus bei Schumacher sehr gestört. Sehr. Ich habe nicht daran gedacht, eine politische Laufbahn einzuschlagen. Aber wie viele, die aus dem Krieg kamen, waren Sie engagiert, zielstrebig, ehrgeizig, machten schnell Karriere in der Hamburger Verwaltung bis zum Verkehrsdezernenten, aber eben auch in der Partei. 1953 schon Bundestagsabgeordneter und 1957 im Fraktionsvorstand. Ja. Gab es da auch in Bonn jemanden, den Sie sich zum Vorbild nehmen konnten? Fritz Erler. Und dann beginnend in den weiteren 50er Jahren und später in den 60er Jahren sehr deutlich hervortretend. Erler starb ja schon Mitte der 60er Jahre, Herbert Wehner. Und seit Beginn der 60er Jahre Willy Brandt. Sie haben... Nicht zu vergessen, entschuldigen Sie, dass ich das nachschiebe, Ernst Reuter, der, solange ich noch nicht im Bundestag gewesen war, auf mich einen tiefen Eindruck machte. Leider, als ich dann im Bundestag kam, 1953, starb Ernst Reuter. Sie haben Ihren Parteifreunden einiges zu verdanken, aber viele dieser Parteifreunde sagen auch, sie hätten sich mehr auf sich selber immer verlassen. Seien im Grunde in der Partei ein Einzelgänger, vielleicht sogar ein Außenseiter geblieben. Wenn Sie sich dieses Verhältnis zur SPD vor Augen halten, bis hinein in Ihre Kanzlerschaft, sind Sie für die Sozialdemokraten nicht in gewisser Weise immer ein Fremder geblieben? Das halte ich für einen ziemlichen Unfug. Wahrscheinlich aufgebracht von Leuten, die 1968 ihr Interesse für die Politik entdeckt haben, die die Sozialdemokratie von dem akademisch
erlernten Sozialismus aus berührt oder betreten haben. Ich war 8 Jahre lang in einem ausgesprochenen kleinen Leutebezirk in Hamburg, Arbeiter und kleine Angestellte, Kreisvorsitzende der SPD, lange ehe diese etwas überheblichen Intellektuellen von heute die Partei für sich entdeckt hatten. Und habe da auch die ganze Nestwärme gefunden, von der Sie vorhin gesprochen haben. Mein Publikum, das muss ich allerdings zugeben, waren niemals die Studierten. Mein Publikum waren die Arbeiter. Ganz genau gesagt, die Facharbeiter. Ganz genau gesagt, die Betriebsräte, die von den Facharbeitern gewählten Kollegen, die in den Betriebsräten aufstiegen und die Interessen der Kollegenschaft vertraten. Und ich gebe zu, dass ich mich häufig genauso arrogant wie eben über die Intellektuellen in der SPD geäußert habe. Es hat die natürlich sehr geärgert. Ich war nicht allein, in keinster Weise. Sie haben in den ersten Jahren in Bonn sich schnell einen Ruf erworben, Schmidt-Schnauze, dieses Wort stammt aus jener Zeit, den Ruf hat Richard Jäger erfunden. Des glänzenden und streitigen Redners. Und Ihr Gegenspieler war damals Franz Josef Strauß, der die Bundeswehr atomar bewaffnen wollte. Jetzt ganz generell gefragt, brauchen Sie einen herausfordernden Gegner, um sich reiben, aber auch profilieren zu können? Nein. Damals war das natürlich zwangsläufig. Übrigens nicht Strauß allein, Freiherr von Guttenberg zum Beispiel. Mindestens ebenso wichtiger Gegner, auch Richard Jäger, den ich eben erwähnt habe. Nein, später schon überhaupt nicht mehr. In der Zeit als Minister, als Bundeskanzler, kam es auf den innenpolitischen Gegner nicht so sehr drauf an. Strauß war übrigens ein Mann, den ich immer respektiert habe. Das war wechselseitig. Wir haben uns zwar gewaltig die Balken um die Ohren geschlagen, aber doch den Menschen in dem anderen nie übersehen. 1958 war es wohl, da nahmen Sie demonstrativ an einer Reserveübung der Bundeswehr teil und Ihre Parteifreunde, die sich gerade erst mit der Wiederbewaffnung abgefunden hatten, waren entsetzt und Herbert Wehner warf Sie aus dem Fraktionsvorstand heraus. Was haben Sie damals gedacht über die Genossen? Ich weiß nicht, ob das Herbert Wehner war. Ich bemerke bei Ihnen eine gewisse Tendenz, einen Gegensatz zwischen Wehner und Schmidt zu konstruieren. Das will ich mal dahingestellt sein lassen. Jedenfalls wurde ich abgewählt. Bei uns in der SPD wird geheim gewählt. Was ich darüber gedacht habe, ich hatte damit gerechnet. Warum ich aber diese Reserveübung gemacht habe, das muss ich wohl erklären dürfen. Ich stand unter dem sehr starken Eindruck, dass das Unverhältnis zwischen der Weimarer Sozialdemokratie und der damaligen Reichswehr einer der mehreren Gründe für die sehr geringe innenpolitische Lebensfähigkeit der Weimarer Demokratie gewesen ist. Und es gab in den 50er Jahren ein Buch des etwa mit mir gleichaltrigen Karl Dietrich Bracher, Historiker in Bonn, über den Niedergang der Weimarer Demokratie. Darin gab es ein besonderes Reichswehrkapitel, das hatte ein Herr Sauer geschrieben. Und das ganze Buch hat mir die Augen geöffnet dafür, dass das nicht geht, dass die Sozialdemokratie beansprucht, sei es als Opposition oder Regierungspartei, wesentlich den Staat zu beeinflussen, gar ihn zu führen und ein Nichtverhältnis zur bewaffneten Macht zu haben. Die war nun mal geschaffen, die Gesetze standen im Bundesgesetzblatt, die Bundeswehr war im Entstehen und ich wollte dazu beitragen, dass dies nicht wieder sich so entwickeln konnte wie damals. Übrigens nicht nur Reserveübung, sondern vorher war ich ja einer derjenigen mit Fritz Erler, mit anderen aus der CDU-CSU, Kliesing, Barzel, mit anderen aus der FDP, ich erinnere mich an Mende, wir haben damals gegen den Willen Adenauers das Grundgesetz geändert mit einer Zweidrittelmehrheit in der Mitte der 50er Jahre, um die Bundeswehr voll und ganz in die Verfassung einzubauen, damit nie wieder so etwas geschähe wie in Reichswehrzeiten, wo auf die Frage an den obersten General der Kerl antwortet,
Wo die Reichswehr denn stehe, der Kerl antwortet, die Reichswehr steht hinter mir. Statt zu antworten, wie es sich gehörte, die Reichswehr steht auf dem Boden der Weimarer Verfassung. Das kann man von der Bundeswehr wirklich sagen, dass sie auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Ich bin auch heute stolz drauf, dass einer der damals ins Grundgesetz hineingeschriebenen Artikel von mir stammt, der verhindert, dass es einen militärischen Oberkommandierenden geben kann. Sie gingen Anfang der 60er Jahre als Innensenator nach Hamburg. Wie Sie dort die Flutkatastrophe gemeistert haben, darüber ist viel geredet worden. Mich interessiert jetzt was anderes. Ist damals der Ruf des jeder Krise gewachsenen Machers begründet worden? Wie Rüdiger Altmann sagt, die Autorität von hohem Funktionswert. Und sind Sie diesen Ruf dann nie mehr ganz losgeworden? Warum sollte ich ihn loswerden? Ich glaube, das ist nicht das Schlechteste, wenn jemand im Ruf steht, mit schwierigen Lagen fertig zu werden, sofern er Politiker ist. Wenn es sich um einen Maler handelt oder um einen Schriftsteller oder um einen Musiker, das ist ganz was anderes. Aber jemand, der von Beruf Politik zu machen hat und verantworten muss, was er tut, auch verantworten muss, was er nicht tut und jedenfalls die Folgen verantworten muss, egal was er alles Schönes und Gutes gewollt hat, der, glaube ich, sollte schon die Fähigkeiten haben, mit Schwierigkeiten fertig zu werden, mit schwierigen Lagen. Ich habe das nicht als ein Manko empfunden und keineswegs habe ich die Absicht gehabt, diesen Ruf loszuwerden. Sie haben aber immer und ich denke mehr als andere Staatsmänner von der moralischen Verantwortung des Politikers gesprochen. Richtig. Von der, ich zitiere, Besinnung auf das Ethos eines politischen Pragmatismus in moralischer Absicht. Sollte da was wettgemacht werden? Nein, das ist nicht richtig. Ich bin, was das Verantwortungsprinzip angeht, schon als Student unter den sehr starken Einfluss von Max Weber gekommen. Max Weber, ein großer deutscher Soziologe, hatte 1919 am Beginn der Weimarer Demokratie zwei hochbedeutsame Vorträge gehalten, ganz abgesehen von seinem großen, bedeutsamen wissenschaftlichen, soziologisch bedeutsamen Werk. Zwei Vorträge, einen über Wissenschaft als Beruf und einen über Politik als Beruf, in dem das Prinzip der Verantwortung klar gemacht wird. Das hat mich ungeheuer beeindruckt, beeindruckt mich noch heute, wenn ich es wieder lese, 70 Jahre nachdem Weber diesen Vortrag gehalten und aufgeschrieben hat. Und natürlich, Verantwortung heißt gegenüber den Zeitgenossen, gegenüber den Kindern der Zeitgenossen, gegenüber zukünftiger Be- oder Verurteilung. Aber Verantwortung heißt natürlich auch, sich messen lassen zu müssen an den allgemeingültigen moralischen Maßstäben. Und darüber habe ich viel nachgedacht in meinem Leben. Das war nicht unbedingt ein Stoff, den man in Bundestagsdebatten vorzutragen hatte. Aber ich habe viel darüber nachgedacht. Und das Nachdenken über diese Maßstäbe, das hat bei mir während der Kriegszeit eingesetzt. Ich hatte, durch Zufall hat mir jemand, als ich konfirmiert wurde, die Selbstbetrachtung des römischen Kaisers Marcus Aurelius geschenkt. Und der Marc Aurel, ein Kaiser, der viel Kriege zu führen hatte, obwohl er die Kriege hasste, der hat mich gelehrt, auf der einen Seite, dass man seine Pflicht erfüllen müsse, das ist übrigens auch ja unter verschiedenen Aspekten auch mit Zweifeln eine zu versehende Position, seine Pflicht zu erfüllen hatte, und auf der anderen Seite wissen muss, was er ändern kann, dass er das zu ändern hat, und was er nicht ändern kann, dass er das mit Gelassenheit zu ertragen hat. Pflicht erfüllen, was sind die Pflichten eines Soldaten, was sind die Pflichten eines Politikers, was sind die Pflichten eines Vaters? Das ist von verschiedenen Seiten anzuleuchten. Ich glaube heute, dass für die Politiker in Deutschland auf Generationen der Zukunft hinaus die wichtigste Pflicht ist,
den Grundsatz der Würde der einzelnen Person zur obersten Richtschnur zu machen. Wie es im Artikel 1 unseres Grundgesetzes steht übrigens. Den Grundsatz der Freiheit der einzelnen Person. Und die Freiheit der Person so wenig als nur irgend möglich einzuschränken. Vor allen Dingen nicht die Freiheit der Person, die morgen erst Entscheidungen treffen wird. Oder die übermorgen erst Entscheidungen zu treffen hat. Oder die überübermorgen unter Entscheidungen zu leiden haben wird, die spätere treffen. So wenig wie möglich die Freiheiten anderer einzuengen. Und von da ist es dann für mich nicht sehr weit gewesen zu Immanuel Kants kategorischem Imperativ, nicht? Nachdem jeder sich so verhalten soll, dass seine eigenen Verhaltensprinzipien gleichzeitig die Verhaltensprinzipien für seinen Gegenüber, für seinen Nachbarn, für jedermann sein könnten. Wenn Sie so wollen, ist das insgesamt eine nicht sehr komplizierte, aber wie ich denke, eine, wenn auch einfache Philosophie, wie sie der europäischen kulturellen Tradition entspricht. Und es steckt natürlich ein naturrechtlicher Impetus da drin. Die Würde der einzelnen Person war so selbstverständlich ja nicht in den 2000 Jahren europäischer Geschichte seit Christi Geburt. Das haben ja eigentlich die Naturrechtler erst herausgearbeitet, ob in Frankreich oder in England oder in Amerika. Sie haben ja Immanuel Kant oft ins Spiel gebracht und sehr viel weniger Ihr anderes philosophisches Vorbild Karl Popper, der auf Common Sense, auf Vernunft, auf Kompromiss setzt. Empfanden Sie da in der Politik geistige Defizite? Verspürten Sie, dass da viel Alltagsgeschäft und wenig große Zielsetzung, großer Wurf war? Großen Würfen habe ich misstraut, zutiefst. Da hat die Erfahrung mit dem Dritten Reich wohl schon von vornherein mir den Geschmack daran verbaut. Leute, die große Würfe haben und hinterher, wenn die schiefgegangen sind, ich habe aber doch das Beste gewollt. Das mögen ja anständige Kerle sein, die möchte ich aber nicht in der Politik als Minister oder Kanzler sehen. Sondern, da Sie Popper erwähnen, der Mann, der politisch zu führen hat, der Entscheidungen zu treffen hat, oder wie es für den Kanzler gilt, der die Richtlinien der Politik zu bestimmen hat, der muss zwar wissen, wo er hin will, aber er muss sich dem Ziel schrittweise nähern und er kann beim zweiten Schritt auch sehen, der erste war nicht ganz richtig, ich muss ein bisschen umdirigieren. Und beim dritten Schritt kann er vielleicht wieder gezwungen sein, ein bisschen zu korrigieren. Dieses Prinzip des schrittweisen Veränderns, der schrittweisen Reform, um mich sozialdemokratisch auszudrücken, das halte ich für ein sehr wichtiges Prinzip. Man kann das Pragmatismus nennen. Leute, die große soziologische Theorien im Hinterkopf haben, haben mit großer Überheblichkeit sich lustig gemacht über den Pragmatismus, über Theoriedefizite. Das kann man ja sehen, wo die Theorien hinführen. Kann man in Leipzig hören oder kann man in Budapest hören oder kann man in Warschau hören. Diese, natürlich muss einer wissen, wo er hin muss oder wo das Land hin soll oder die Stadt, wenn er Bürgermeister ist. Aber er darf alles nur schrittweise verändern, damit er die Fehler, die er macht, auch schrittweise im Vorwärtsgehen korrigieren kann. Große Würfe auf einmal, das ist eine Sache für die Beethovens oder für die Goethes oder die Thomas Manns oder die Heinrich Manns, aber nicht für einen Politiker in der Demokratie. Der, so haben Sie oft gesagt, zuallererst seine Pflicht zu erfüllen hat. Ich war sehr erstaunt, als Sie nach dem Oktober 82, also nach dem Sturz des Kanzlers, vor Ihrer Fraktion begründet haben, warum Sie nicht mehr als Kanzlerkandidat antreten und wie Sie das getan haben. Sie hätten, so erklärten Sie, wie schon oft in Ihrem Leben mit einem Mann Ihrer Kirche gesprochen. Und dann wörtlich, dieser hat mich darin vergewissert, dass ich, so wie die Dinge liegen, mit meinem Entschluss nicht in Konflikt gerate mit meinen moralischen Pflichtvorstellungen, auch nicht mit meinen moralischen Pflichten gegenüber meiner Partei. Hätte es nicht genügt, so frage ich jetzt, auf Ihre
angeschlagene Gesundheit hinzuweisen? Oder gar zu sagen, dass Sie nach all den Erfahrungen mit der SPD nun einfach keine Lust mehr hätten, nochmal als Kandidat anzutreten? Hätte auch genügt. Nicht gerade hätte ich sagen müssen, nach den Erfahrungen mit meiner Partei. Ich hätte auch sagen können, nach meinen Erfahrungen mit der FDP oder Herrn Genscher oder sonst was. Es hätte auch genügt zu sagen, ich fühle mich nicht gesund genug. Ich habe es halt anders gesagt. Und ich habe wirklich diesen Bischof, den ich nicht genannt habe, in ein langes Gespräch verwickelt, um sicher zu sein. Ich wurde ja bedrängt, mich für diesen irgendwann bevorstehenden Wahlkampf, ich glaube, er ist dann im Frühjahr 83 geschehen, zur Verfügung zu stellen als Spitzenmann. Es war ja nicht so, dass die Leute froh waren, mich los zu sein. Nun plötzlich empfanden sie ja doch ein gewisses Vakuum. Und jener Bischof hat mir sehr geholfen bei dem von Anfang an instinktiv gefassten Entschluss, zurückzutreten aus der Führungsriege, aus der Spitzenmannschaft, hat mich darin bestärkt und ich bin ihm dafür heute noch dankbar. Zurück in die 60er Jahre. 1966 verwirklichte sich etwas, das Ihrer Vorstellung von Politik, so wie Sie sie jetzt beschrieben haben, entgegenkommen musste. Die Große Koalition in Bonn. Kiesinger Kanzler, Brandt Außenminister und Helmut Schmidt nicht Minister, sondern Fraktionsvorsitzender, zusammen mit Rainer Barzel auf der anderen Seite, also in der Schaltstelle. Ein breiter Konsens, Konzentration auf das Machbare, Zusammenarbeit mit einem anderen großen Partner, mit dem man die Kunst des Kompromisses üben konnte. War das für Sie eine schöne Zeit? Es war eine, für mich eine ertragreiche Zeit, ja. Aber in Ihrer lange begründeten Frage steckte ein Fehler, wie ich meine, die Große Koalition entsprach nicht meinen grundsätzlichen Vorstellungen. Sie entsprach insoweit meinen Hoffnungen. Es war das erste Mal seit 1945, seit 1949, dass Sozialdemokraten in die Regierung kamen. Dafür war ich sehr. Im Übrigen bin ich kein Anhänger der Großen Koalition. Ich finde Koalitionen überhaupt was Mieses. Deswegen bin ich ein Anhänger immer gewesen des amerikanischen Wahlrechts oder des englischen Wahlrechts. Das sind ja Wahlrechte, wo in jedem Wahlkreis immer nur ein Mann Senator werden kann oder Mitglied des Unterhauses werden kann, mit der zwangsläufigen Folge, dass praktisch nur zwei große Parteien nachbleiben, fast immer nur zwei große Parteien nachbleiben. Es gibt Unfälle manchmal, wie den Senator Joseph McCarthy, ein furchtbarer Kerl in Amerika, der eine Zeit lang eine Rolle spielt, wie sie hoffentlich Herr Schönhuber nie spielen kann, hier bei uns in der Bundesrepublik. In dem kontinentalen Westeuropa, in Frankreich, in ganz Skandinavien, Italien, Holland, auch bei uns in der Bundesrepublik haben wir ein ganz anderes Wahlrecht. Wir haben praktisch ein Verhältniswahlrecht. Und das muss man begreifen. Das Wahlrecht zwingt uns zu Koalitionen. Und zweitens, Koalitionen zwingen zu Kompromissen. Und drittens, selbst eine allein regierende Partei hat Kompromisse zu schließen. Wer den Kompromiss nicht will, taucht nicht für die Demokratie. Ich raffe die nächsten Stationen. 1969, nach dem Machtwechsel zur sozialliberalen Koalition, wurden Sie Verteidigungsminister nach dem Rücktritt. Ungerne übrigens, aber hinterher dann doch ganz gerne ausgeführt. Nach dem Rücktritt Karl Schillers waren Sie dann für kurze Zeit Superminister für Wirtschaft und Finanzen, danach Finanzminister, das glaube ich schon lieber. Und dann im Frühjahr 1974 Bundeskanzler. Sagen Sie, Herr Schmidt, fanden Sie es richtig, dass Willy Brandt wegen der Guillaume-Affäre, wegen des DDR-Agenten Guillaume zurückgetreten ist? Nein, ich fand es nicht richtig. Ich habe es ihm damals in dem Augenblick der Entscheidung auch sehr drastisch gesagt. Das heißt, Sie selber wollten auch nicht Bundeskanzler werden? Das stand für mich in zweiter Linie, dass ich das nicht wollte. Ich hatte Angst davor. Es wird mir ja keiner glauben, aber ich hatte Angst vor dem Amt. Warum? Ein gewaltiges Amt, eine gewaltige Verantwortung. Aber Sie hatten ja eine Menge Erfahrung. Tja, mach ja sein, aber ich erzähle Ihnen die Wahrheit. Ich hatte Angst davor.
Ich hatte Angst, ich könnte dem nicht gewachsen sein. Hatten Sie in Ihrem ganzen politischen Leben dann noch mal Angst, so eine vergleichbare Befürchtung? Ich weiß nicht. Es gab mehrfach Ereignisse und Situationen, in denen ich größte Besorgnisse empfunden habe. Ich weiß nicht, ob das Wort Angst richtig ist. Aber lassen Sie mich ein Beispiel geben. Als der Hans-Jürgen Wischnewski mit dieser Handvoll Grenzschutzbeamten und dem Herrn Wegner von einem Fluchtplatz zum anderen, da erst im Nahen Osten, dann im Mittleren Osten, schließlich in Ostafrika, der entführten Lufthansa-Maschine nachfloch und die schließlich bei Nacht und Nebel die Terroristen überwältigten. Das konnte natürlich auch 90 Tote geben. Nun können Sie sagen, ich hätte Angst gehabt. Vielleicht ist es das richtige Wort. Ich wäre nächsten Tag zurückgetreten, wenn es 90 Tote gegeben hätte. Es hätte ja genauso gut passieren können, dass die Terroristen das Flugzeug in die Luft sprengen und alle, die drin waren, mit in die Luft gesprengt hätten. Und dies war vielleicht diejenige Situation, wo es sich innerhalb von wenigen Tagen, zum Schluss wenige Stunden konzentriert hat, dieses Gefühl tiefster Beunruhigung, wenn Sie wollen, Angst. Aber solche Situationen hat es mehrere gegeben. In jenen Stunden des Terrorismus hatten wir ja am Tag nach Mogadischu einige Selbstmorde in Stammheim, der Terroristen selber. Ja. Dann aber vor allem den Tod von Hans-Martin Schleyer. In der ganzen Sache, würden Sie da heute etwas anders machen? Nein. Ich nicht. Ein wesentlicher Teil dessen, was ich zu verantworten habe, beruht aber darauf, dass ich in jeder Phase beraten wurde, nicht nur von meinen amtlichen Beratern, sondern auch von Herrn Brandt, Herrn Wehner, Herrn Kohl, Herrn Strauß. Wir hatten ja wegen der ungewöhnlichen Besonderheit und Gefährlichkeit der Situation praktisch ohne Rücksicht auf Parteien die Spitzen des Staates zusammengeholt und die trafen sich jeden Tag, manchmal zweimal. Auch das würde ich heute wieder so machen. Natürlich, die letztendliche Verantwortung traf mich. Und das, was ich zu verantworten habe, würde ich genauso wieder machen. Ich würde nicht wiederholen, um ganz vollständig zu sein, das Nachgeben im Falle der Entführung von Lorenz in Berlin. Das war der erste derartige Fall. Und da glaube ich, dass wir dadurch, dass wir nachgegeben und die vier Terroristen ausgeflogen haben, einen Fehler gemacht haben. Sie haben, Herr Schmidt, als Kanzler, und Sie haben ja dann 1976 gegen Kohl und 1980 gegen Strauß gewonnen. Sie haben als Kanzler alle Staatsmänner Ihrer Zeit kennengelernt und haben über Ihre Begegnungen ein dickes Buch geschrieben. Menschen und Mächte. Aber eins war nur über die Begegnung mit Chinesen und Russen und Amerikanern. Ja. Die Europäer kommen noch. Die kommen noch. Ja. Worum ich Sie jetzt bitte, ist deshalb etwas unverfroren. Ich möchte Sie nämlich auffordern, mit einem kurzen, spontanen Satz zu reagieren auf einzelne Namen. Also, was hat Sie beeindruckt, und das ist der erste Name, an Leonid Brezhnev? Für mich ist der Brezhnev ein Bilderbuch-Russe gewesen, so wie man im Laufe des Lebens sich eine Vorstellung macht von den Russen. Zugleich ein großzügiger Gastgeber, zugleich ein brutaler Kerl. Mit viel Seele, der kann weinen und kann trotzdem zuschlagen und Menschen töten lassen. Ein Mann an der Spitze eines mächtigen Reiches, von dem zu einem ganz wesentlichen Teil das Schicksal Deutschlands abhing. Also musste man mit ihm umgehen. Man musste mit ihm höflich umgehen. Und trotzdem musste man entschieden auf den Interessen des eigenen Volkes beharren und des eigenen Landes. So einfach war das nicht. Und Mao Zedong? Mao Zedong war schon im Endstadium seines Leidens ein ganz bedeutender Mann, aber
weit weg von Deutschland, ein bisschen verbohrt. Jimmy Carter? Ein Mann mit den besten Absichten. Dabei wollen Sie es belassen. Höflicherweise. In Ihrem Buch steht sehr viel Herberes über die Naivität und über die Unerfahrenheit und auch Ungeschicklichkeit des amerikanischen Präsidenten. Vor allen Dingen änderte er seine Meinung zu oft. Es war immer ehrlich, ein ganz ehrlicher Mensch, aber nicht kontinuierlich. Man konnte sich nicht darauf verlassen, dass er nach 14 Tagen sich das nicht wieder anders überlegt hatte. Und wie war das mit Ronald Reagan? Das waren nur 2 Jahre, gemeinsame Jahre. Also ich will Ihnen ehrlich sagen, aus meiner Erfahrung war es einfacher, mit dem Präsidenten Ford, auch Nixon und ihrem gemeinsamen Außenminister Kissinger, diese 8 Jahre war Amerika voll berechenbar. Man war nicht immer einverstanden, man hat sich insbesondere über manche Ereignisse der amerikanischen Innenpolitik, Watergate und so weiter, erstaunt die Augen gerieben, aber außenpolitisch berechenbar. Erich Honecker? Für den habe ich ein gewisses Mitgefühl. Der hat jahrelang im Zuchthaus gesessen unter den Nazis und hat sich natürlich geklammert an die kommunistischen Glauben, den er in der Jugendzeit in sich aufgenommen hat. Jetzt hat er ein Jahr nach dem anderen da im Zuchthaus gesessen. Daran hat er sich geklammert, dass der davon nachher nicht weg konnte und nicht mehr erkennen konnte, welche Defizite da entstanden. Dafür habe ich ein erhebliches Maß an Verständnis. Eine unglückliche Figur. Ich habe ihm 2-mal in den 80er Jahren den Rücktritt anempfohlen, im privaten Gespräch. Ich habe gesagt, Herr Honecker, gehen Sie, sonst geschieht es Ihnen genauso, wie Sie es mit dem Ulbricht gemacht haben. Aber er hat das nicht gewollt und dafür muss er jetzt ganz bitter büßen. Valéry Giscard d'Estaing. Er ist ein Freund und einer der wenigen Franzosen. Neben ihm gab es nur noch 2, nämlich Jean Monnet und Charles de Gaulle, die gewusst haben, dass die Franzosen die Fähigkeit haben, Deutschland an Frankreich zu binden, an den Westen zu binden und die entsprechend gehandelt haben. Ich glaube, ein großes Verdienst und es war ein guter Zufall, dass wir persönlich uns mochten, dass wir Freunde geworden waren, ehe er Präsident und ehe ich Bundeskanzler wurde. Sie galten Ende der... Wir haben einen wichtigen Mann nicht genannt. Wen bitte? Anwar el-Sadat. Das war der Größte. Der Präsident Ägyptens, ja. Der ermordet worden ist. Ja. Sie waren bei der Beerdigung, ja. Anschließend krank. Ja. Einer, der Israel und Ägypten näher gebracht hat. Ja, der Frieden machen wollte zwischen den 3 großen monotheistischen Religionen. Der Juden, der Christen und der Muslims. Herr Schmidt, Sie galten Ende der 70er Jahre als der Weltökonom, aber auch als der Weltpolitiker schlechthin. Die britische Zeitung Economist bezeichnete Sie 1980 als den einzigen Regierungschef mit Verstand. Nun wollen wir das mal nicht bezweifeln, aber lag dieses Renommee auch daran, dass Jimmy Carter und zu Beginn auch Ronald Reagan eine doch so unberechenbare Politik betrieben? Mag so sein. Mag so sein. Es lag natürlich auch daran, dass ich meine Gedanken in Englisch fast genauso gut ausdrücken konnte wie in Deutsch. Und der Economist, den Sie zitieren, ist eine Wochenzeitschrift, die von Engländern gemacht wird. Stichworte zum NATO-Doppelbeschluss. Sie hatten als Erster auf die wachsende Überlegenheit der Russen bei den Mittelstreckenwaffen hingewiesen. Zusammen mit Giscard setzten Sie den Doppelbeschluss durch, also Verhandlungen und wenn aus denen nichts wird, Nachrüstung mit Pershing II. Was mich Jahre danach interessiert, Herr Schmidt, sind die Folgen. Zugespitzt gefragt, hat der politische und wirtschaftliche Druck der mit der Nachrüstung dann auf die Sowjetunion, der mit der Nachrüstung oder der Drohung der Nachrüstung auf die Sowjetunion ausgeübt worden ist, dazu geführt, dass Gorbatschow an die Macht kam? So weit würde ich wohl nicht gehen.
aber doch sagen, dass die sowjetische Rüstung so weit getrieben worden war unter Brezhnev. Vielleicht hat er es gar nicht richtig kapiert, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Staates überfordert wurde und dass die Wirtschaft zusammenbrechen musste. Dass die Sowjets dann doch eingegangen sind auf das Verhandlungsangebot, nachdem sie sahen, dass sie nicht länger hoffen konnten, die Friedensbewegung in Westdeutschland würde die Stationierung der Pershings schon verhindern. Das hat einen anderen Grund. Da haben sie das Ökonomische noch nicht kapiert gehabt. Aber da haben sie kapiert, dass hier Raketen hingestellt werden, die genauso Moskau und Kiew vernichten können, wie deren verdammte SS-20 Bremen und Hamburg und Mannheim und Ludwigshafen vernichten konnten. Diese SS-20-Rüstung war der letzte imperialistische Akt der Sowjetunion, wenn ich mal von Afghanistan absehe. Der letzte große imperialistische Akt, der durch den Doppelbeschluss beendet worden ist. Vielleicht hat es beigetragen dazu, dass weder Herr Andropow noch Herr Tschernenko mit der Wirtschaft fertig werden konnten. Nun haben sie beide auch nur ein Jahr oder anderthalb regiert, dass der nächste Mann zwangsläufig die Rüstung runterfahren musste. Das war mir klar. Die völlige Beseitigung der Raketen auf beiden Seiten, der Pershings hier und der SS-20 dort, war ja mein erklärtes Ziel gewesen seit den 70er Jahren. Sie hat übrigens ein sehr wichtiges Präjudiz für die Zukunft erbracht. Wo wir hier jetzt reden, ist in Ausführung des INF-Vertrags über die Beseitigung der Raketen inzwischen Folgendes geschehen, dass über 100 Mal sowjetische Inspekteure auf deutschem, auf holländischem, auf amerikanischem Boden kontrolliert haben, ob die Raketen wirklich zerstört werden, ob die Kapazitäten, solche Raketen zu bauen, wirklich zerstört werden. Und über 100 Mal haben amerikanische Inspekteure in Osteuropa und auf sowjetischem Boden kontrolliert. Und jetzt haben sie zum ersten Mal voneinander gelernt, dass man solche Kontrollen auch ertragen kann. Das ist eine ganz wichtige Sache für die kommenden den kommenden Vertrag über die Verringerung der konventionellen Streitkräfte in Europa. Das wird nach demselben Motto geschehen. Nachträglich können Sie sich außenpolitisch vor allen Dingen bestätigt fühlen. Innenpolitisch hatte ja damals der NATO-Doppelbeschluss zunächst für Sie und die SPD verhängnisvolle Wirkung. Die politische Linke in der Bundesrepublik spaltete sich, es gab Zulauf bei der Friedensbewegung und bei den Grünen. Und abgesehen von all den wirtschaftlichen Schwierigkeiten jener Zeit, hat das dann Sie nicht am Ende die Macht gekostet? Jo, kann man das sagen, wenn man es will. Wir wollen dabei die FDP und ihre Schleiertänze nicht vergessen. So kann man es sagen, wenn man will. Trotzdem würde ich nicht glauben, dass ich heute in Sachen Doppelbeschluss mich anders verhalten würde gegenüber einer solchen fantastischen Drohung, wo eine sowjetische Rakete gleich drei deutsche Großstädte ausradieren kann mit drei Sprengköpfen. Fühlten Sie sich denn damals, am Ende Ihrer Regierungszeit, von der SPD im Stich gelassen? Na, ich fühlte mich von manchen Leuten im Stich gelassen. Auch Willy Brandt? Na, Willy Brandt hat sich damals sehr zurückgehalten. Ich möchte aber einen Mann hervorheben, das Herbert Wehner. Das war eine absolut zuverlässige persönliche Allianz zwischen zwei Personen. Wir sahen das Problem mit gleichen Augen. Und ich habe übrigens an dem Tage, am Vorabend meines Rücktritts als Kanzler, Rücktritt ist ein falscher Ausdruck, bin ja zurückgetreten worden durch ein konstruktives Misstrauen, am Vorabend habe ich die Botschafter aller Staaten zusammengerufen und habe ihnen eine Rede gehalten und habe ihnen vorher gesagt, die deutsche Außenpolitik wird genauso weitergeführt, wie wir sie jetzt angelegt und seit über 13 Jahre geführt haben. Und das gilt für die Westpolitik und das gilt für die Ostpolitik. Und so ist es auch tatsächlich gekommen. Obwohl die CDU noch die Helsinki-Schlussakte abgelehnt hat, hat verlangt, wir sollten gar nicht hingehen. Es gab nur einen europäischen Staat, der nicht hingegangen war. Es war Albanien, obwohl sie vorher die ganzen Ostverträge abgelehnt hatten. Nach dem Regierungswechsel sind sie beinahe nahtlos
eingetreten in die Fortsetzung unserer Politik. Und das war auch gut so. Das habe ich vorhergesehen. Und deswegen war dieser Regierungswechsel für das Land keine Katastrophe. War dieser Regierungswechsel in Ihren Augen jetzt nachträglich gesehen unausweichlich nach den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die es gab mit Preisanstieg, Inflation? Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren weltweit. Die waren nicht nur in Deutschland. Die waren in Deutschland noch viel günstiger als in Frankreich oder in Holland oder in England. Ja, das war nicht entscheidend. Aber auch die Rolle der FDP, aber auch die Schwierigkeiten, die Sie in der eigenen Partei hatten. Also, was ist heute Ihr Urteil? War das im Grunde logisch, was da im Oktober 82 passiert? Ob es logisch war, war es nicht. Dass es so kommen musste, das ist von heute aus wohl zu unterschreiben. Ob das logisch war im Sinne der Denklogik, ist noch eine andere Frage. Ab und zu muss es in einem Land Regierungswechsel geben. Am liebsten durch die Wähler und nicht durch Hofintrigen. Es gab ja in dieser Zeit gewaltige Schwierigkeiten mit Ihren sozialdemokratischen Genossen. Nee, nicht mit allen. Nicht mit allen. Mit einem Teil. Aber auch im Ausland hat man Sie ja gelegentlich als rechthaberisch arrogant gescholten. Henry Kissinger hat sich ja da mal Gedanken darüber gemacht. Ihm sei, so hat er geschrieben, erst allmählich gedämmert, dass Ihre, also Helmut Schmidts, etwas überhebliche Art der Verteidigungsmechanismus eines eher sentimentalen Mannes sei, der seinen Intellekt und seine Fähigkeiten zur Analyse betonen muss, damit seine Gefühle nicht mit ihm durchgehen. Fühlen Sie sich da richtig beschrieben? Mit Ausnahme des Wortes sentimental ist da wahrscheinlich eine ganze Menge dran. Sie müssen übrigens wissen, dass Kissinger und ich, wir kennen uns jetzt seit 34 Jahren und sind befreundet seit langer, langer, langer Zeit. Lange ehe er Außenminister wurde. Oder vielleicht kann er Sie deshalb so gut beschreiben. Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Der kennt mich ganz gut. Glauben Sie, dass Ihre gesundheitlichen Probleme, die es immer mal wieder gab, auch Ausdruck sind, dass Sie im Grunde verletzlicher sind? Nein, das nicht. Aber wissen Sie, jemand, der monatelang jede Woche 90 Stunden arbeiten musste, der ist zwangsläufig, ruiniert der Kerl seine Gesundheit. Und das war so. Es waren zu viele Krisen, als dass sie einem erlaubt hätten, am Freitagnachmittag die Bude dicht zu machen und dann am Wochenende den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen. Dann kamen immer die ganzen Wahlkämpfe dazwischen in den einzelnen Bundesländern, wo man dann auch einzugreifen hatte. Nein, eine so lange Tätigkeit in solchem Amt, wo 80 Stunden in der Woche das Minimum waren. Musste das denn so sein? Ja, das musste. Musste man ja bis an den Rand der körperlichen Erschöpfung arbeiten? Ja, das ist ziemlich zwangsläufig. Ich könnte Ihnen Beispiele geben von ausländischen Staatslenkern. Sie haben Ronald Reagan erwähnt. Das Ergebnis sehen Sie heute. Amerika ist der größte Schuldner der Welt geworden, weil er sich nicht gekümmert hat. Spielt denn, so ist meine Frage, der Gesundheit? Ja, der bitte. Bundeskanzler Kohl ist auch ein Schwerarbeiter. Tun Sie das mal nicht unterschätzen, wie viele Stunden in der Woche der arbeitet. Von ihm habe ich jetzt gar nicht gesprochen. Ja, aber ich meine, das muss so sein. Aber spielt, das ist die Frage, der gesundheitliche Faktor in der öffentlichen Beurteilung nicht eine viel zu geringe Rolle? Ist das nicht auch ein Motiv, kann das nicht auch ein Motiv sein für politische Entscheidungen, politische Fehler? Ja, könnte sein. Nicht ein Motiv, eine Ursache. Könnte vorkommen, aber ich meine, wenn Sie mal zurückerinnern, Roosevelt war gesundheitlich schwer beeinträchtigt. Von Anfang an, er saß im Rollstuhl. Und so gibt es viele Beispiele. Kerngesunde Staatslenker in einem ausgereiften Alter dürften die Ausnahme sein. Bismarck sagt ja mal, ich verzehre mich im Dienste fürs Vaterland. Ein Satz hinter dem Sie sich stellen können. Das ist eine lateinische Phrase, die stammt aus dem alten Rom. Ja, natürlich. Patriae, ja. Inserviendo, ja. Consumo. Ja, das hat er wiederholt. Das war ein großer Mann, aber er lebte in einer einfachen Zeit. Es gab kein Fernsehen. Die Fernsehdemokratie unterscheidet sich unglaublich von der vorangegangenen Rundfunkdemokratie
Und noch viel stärker von der Zeitungsdemokratie. Bismarck lebte im Zeitalter der Zeitungsdemokratie. Im Zeitalter der Fernsehdemokratie muss jeder politische Führer, jeder Staatsmann, jeden Abend sich die Abendshow angucken. Auf sämtlichen Kanälen, um zu wissen, was das Volk denkt oder was ihm an Gedanken infiltriert wird. Und darauf muss er reagieren. Eine schlimme Sache. Macht die politische Führung sehr viel schwieriger, als sie zu Zeiten der Zeitungsdemokratie gewesen ist. Insofern lebte Bismarck in glücklicheren Zeiten. Der konnte ja auch Urlaub machen, ja, wochenlang. Das war ziemlich lange. Sie haben ja auch mal den Eindruck des Gelassenen immer wieder hervorrufen wollen, dadurch, dass Sie gesagt haben, naja, ich habe das alles, was ich da geworden bin, ja gar nicht werden wollen. Das glaube ich Ihnen nicht. De Gaulle sagt einmal, man wird zum Premierminister, weil man es so gewollt hat. Hat er nicht recht? Nein, würde ich nicht glauben. Übrigens habe ich nicht den Eindruck der Gelassenheit hervorrufen wollen. Ich war immer ziemlich gelassen. Aufgeregtheiten hat man bei mir wohl selten beobachten können. Ich war immer ziemlich gelassen. Nein, ich habe nicht Bundeskanzler werden wollen. Ich sagte Ihnen vorhin in einem anderen Zusammenhang, als es an mich herantrat, habe ich eher Furcht gehabt davor, diesem Amt nicht gewachsen zu sein. Und ich habe auch nicht gerechnet damit, dass das über 8 Jahre dauern würde, beinahe 8,5 Jahre, sondern ich habe damit gerechnet, es würde dauern bis zur nächsten Bundestagswahl. Und noch so eine Weisheit, sie stammt von Golo Mann. Jeder demokratische Politiker höheren Ehrgeizes muss irgendwie Schauspieler sein. Ist das wahr? Ja, das ist viel richtiger. Zumal im Zeitalter des Fernsehens. Jemand, der seine Politik nicht auf dem Fernsehschirm darstellen kann, der sie nicht rüberbringen kann, zu Tante Alma in ihrer Wohnküche, der taucht nicht zur Führung des Staats. So ist das heute. Bismarck hätte größte Schwierigkeiten mit seiner Fistelstimme heute im Fernsehen. Also ein bisschen Darstellungskunst wird schon verlangt. Das war die große Stärke von Ronald Reagan. Der war ein begnadeter Fernsehdarsteller. Er war zwar früher in Hollywood nur ein Chargenschauspieler gewesen, aber das konnte er überzeugend zum Fernsehpublikum sprechen. Das ist notwendig, da hat der Golomann recht. Gibt es, Herr Schmidt, so etwas wie historische Ungerechtigkeit? Adenauer bleibt im Gedächtnis als der Mann, der die Bundesrepublik in den Westen integrierte. Erhard ist der Vater der sozialen Marktwirtschaft. Brandt der... Ja, das ist in Wirklichkeit Müller-Amack gewesen. Gut. Brandt der Mann, aber ich rede jetzt von den Etiketten. Ja. Brandt der Mann der Ostpolitik, die jetzt erst richtig Früchte trägt. Und Kohl, der Regierungschef, der diese Früchte jetzt womöglich einsammeln kann. Zwischen Brandt und Kohl, Sie, Herr Schmidt, der leitende Angestellte der Bundesrepublik, wie Sie sich mal genannt haben, der das bis dahin Erreichte außenpolitisch konsolidiert hat und uns wirtschaftlich über eine sehr, sehr schwierige Phase gebracht hat. Bleiben Sie der Kanzler, der in einer Zeit ohne große historische Umwälzungen und Herausforderungen einfach seine Pflicht getan hat? Mag so sein, das bekümmert mich im Augenblick nicht sonderlich. Aber wenn die späteren Geschichtsschreiber ihre Überschriften selbst erfinden müssen, ich werde Ihnen keine Stichworte dafür liefern. Verletzt es Sie aber doch, dass von Ihnen einmal in diesen Geschichtsbüchern stehen könnte, was Golomann vorformuliert hat, ein großer Mann von eher kleiner Wirkung? Golomann sieht die deutsche Politik sehr aus der Entfernung. In einem sehr hohen Gerüst aus betrachtet er das alles. Nehmen wir mal an, er hätte recht, warum soll es mich eigentlich stören? Ich bin da längst nicht mehr unter den Lebenden, wenn das Urteil gefällt wird.